Willkommen zu einer neuen Ausstrahlung der Kampagne auf hart, auf schwer. Ja, ich habe wieder zwei, drei so Skirmishes zwischendrin gemacht, zwischen den Folgen. Und da gab es auch den einen oder anderen Vorfall, der meine Linien ein bisschen ausgedünnt hat. Wir haben Destroyed. Wir haben Destroyed. Wir haben Destroyed. Und wir haben Heavily Damaged. Sprich, die nächste Mission habe ich die Auswahl aus diesem Kreuzer und noch diesen zwei Kreuzern. Also sprich, ja, die wird ganz speziell die nächste Mission. Mit speziell meine ich nicht unbedingt erfolgreich. So. Space Station Assault. Und ich bin Defender. Das wird natürlich richtig geil. Huge Stations. Tja, also. Was hat der hier? Ach, der hat die Overload Generators. Die würde ich mal gerne probieren. Ja, dann habe ich noch, was hat der hier? Die Enhanced Battle Bridge und der hat noch die Destruction Bomb. Ja, komm. Ich habe ja nicht die Riesenauswahl. Mit dem Festhalten reiner Punkte habe ich. Ja, scheiße, ich habe nicht geguckt, welchem Volk mein Gegner angehört. Naja, auf jeden Fall, der hätte jetzt diese. Ja. Familie Traumfestung, richtig geil. Ist auch schwer bewaffnet. Ich werde. So. Nee, Quatsch. So. So. Enemy ship sighted! Oh, geil. Die irgendwie. Ich weiß nicht, was ist das? Die haben irgendwie. Doppel-Nova-Kanone, ist klar. Wie heißt das? Wo der Teufel einen Haufen macht, macht er noch einen daneben. So. Understood! Zusatzinformationen. Activating tactical cogitators! So, rüber. Ich kreuze jetzt wirklich mit dem. Das ist mein Ziel. Und mit denen yes, will ich den wirklich mal ein bisschen intercepten. Helm Coordinates acknowledged. Activating tactical cogitators. So. Da will ich nicht reinfliegen. Acquiring new vector. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will da einfach nicht reinfliegen. Course plotted. Ja. Die Torpedos gingen genial daneben. Understood. Activating tactical cogitators. Die habe ich nun wirklich nicht gebraucht. Hier mal volle Wände. Atokuma. Ich lasse die. Auseinandersetzen. Activating tactical cogitators. Ich komme mich jetzt zu fragen, warum kämpfe ich so weit weg von meiner Kampfbasis? Der hätte uns Medio Orks versuchen hier zu rammen und um das eben ein bisschen zu vermeiden, versuche ich tatsächlich. Activating tactical cogitators. Versuche ich tatsächlich ein bisschen jetzt mal den Kampf weiter wegzufahren. Ich bin mit einer Nova-Kanone. Was der Art. Macht er überhaupt nicht das Eigenschiff kaputt? Finde ich gar nicht mal. Ah, ne. Alter, hat das eine Streuung. So, alles klar. Ne, ich will links rum ausbrechen. Acquiring new vector. So, dem schießen wir die Antriebe kaputt. Eins und. Ship ready! Da er hier ja so schön. Activating tactical cogitators. So. Oh, schön, was haben wir da? Battlecruiser Hammer. Enemy ship sighted! Pro Torpedo Launcher. Pro Guns. Lotzer Guns, alles klar. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich yes, mag's. Nicht.
Activating tactical cogitators. Ah, gar nicht gut geändert. Lock on target. Cruising speed set. Was ist mit dir hier los? Hier? So. Activating tactical cogitators. Also die Schäden halten sich hier echt im Rahmen. Ich würde mich jetzt versuchen, mal zurück zur Basis zu begeben. Execute high energy turn. Um von den Verteidigungsmechanismen. Activating tactical cogitators. Ich glaube, das sollte ich nämlich auf jeden Fall versuchen. So, hier. Damage teams, begin repairs now. Ah, und einmal. Bumm! Schön, dass wir das. Activating tactical cogitators. Ist das hier? Lightning Strike. Herr Bura. Cruising speed set. Stationchen hier. Resuming normal functions. Das hier gleich. Ah, der Rutschel wieder herstellen. Tja, kein Moment zu spät, wie ich meine. Ne, ich drehe mich hier nicht in den Lauf, ich drehe mich hier rüber. Mal. Ah, okay, das Supercharged Shields. Your orders. So. Activating tactical cogitators. I took them up. Activating tactical cogitators. Voller Stopp. Du. Nichts mehr Reichweite, aber. Ja, man kann es immer probieren. Yes, Admiral. So, du darfst wieder fliegen. Und zwar so, so, du. Setting course! Oje, oje, das stinkt ein bisschen. Ach klar, natürlich. Wenn die das richtig ist. Da rammt natürlich auch einfach auf die Station. Gott, echt, was auch sonst. Awaiting orders. So. Activating tactical cogitators. Activating tactical cogitators. Also, ich weiß nicht, also sorry, mit 300 Punkten bin ich da halt echt nicht mords epic ausgestattet. Ship ready. Activating tactical cogitators. Irgendein Kaochi ist immer noch die ganze Zeit mit Dora-Kanonenartigen Dingern. Oh. Cruising speed set. So. We lost a defense platform. Cruising speed set. So. Jetzt stehen, du kannst gleich schön richtig breiten Torpedo-Schwall verpassen. Alter! Das ist halt echt nicht schön, ne? Ah, sorry, die haben Battlecruiser. Die haben normalen, die haben Lightcruiser. Die haben noch einen Lightcruiser. Ah, weiß halt echt nicht. Es ist halt schon ziemlich krass. Ship ready. Und der Beschuss von der Defense Plattform hier, der scheint auch nicht so schrecklich zu sein. Bulkheads collapsing, sir. Awaiting orders. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Resume
running normal functions. Resuming normal functions. Reloading. Okay, du aktivierst meine Supercharged Shields. Activating tactical cogitators. Priorität 1, Priorität 2. Na, das haben wir noch geschafft. Yes, Admiral. Resuming normal functions. Ja, ja, und das war's. Na, da bringt man den Supercharged Shield, das bringt mich gar nichts. Tja. Activating tactical cogitators. Cruising speed set. Tactical cogitators. The punishment for disobedience is death. At your command. Ja, Batterie. Ach ja, dann haben wir noch einen. Tactical cogitators. Einen Battlecruiser, einen Cruiser und zwei Lightcruiser. Your orders. Okay, wenn ich mir die Defense-Plattform angucke, hätte ich die viel länger an der Defense-Plattform kämpfen sollen. Setting course. Yes, Admiral. Cruising speed set. Alle kamen weg. Also ich hätte definitiv mehr an der Verteidigungsplattform kämpfen sollen. Ich glaube, die haben mich doch auch ziemlich Schaden gemacht. Dann hätte ich vielleicht den Verlust von dem Gothic-Kreuzer vermieden. Ship destroyed. Ja. Orks. Percular Ship Designs. Legendary. Nichts zum Verbessern. Assassination, eine Defender. Ich habe hier so einen Turboantrieb. So, das ist mein Schiff mit der super Fluchtfähigkeit. Diktatorkreuze nehme ich noch mit. Was ist die für eine Geschwindigkeit? Turrets Speed 188, 225. Da hocke ich drauf. Bin ich mir jetzt Räuber und Gendarm. Weil das Ding echt schnell ist. Ich hätte vielleicht auch den mit der Novakrone mitnehmen sollen. Hätte ich nämlich. Wenn ich schaffe, die schön zu. Ja, auf den Verfolgungskurs zu halten. Würde ich schaffen. Vielleicht. Die immer mit der Novakrone schön wegzubratzen. So. Einser, Zweier und die Cobra-Zerstörer, wir wissen alle, wie lange die leben werden. Wenn jetzt jemand sagt, bis zum Schluss, die schaffen es garantiert, dann hat er bisher nicht wirklich viele Folgen gesehen. So.
Activating tactical cogitators. So, identifiziert natürlich. Ja, und du machst das, was jeder Franzose tun will. Awaiting orders. Du fliegst erstmal. Zusatzinformation bitte. At your command. Changing course. Nein, nicht der Einser, da bin ich verrückt. Activating tactical cogitators. Kriegt ihr mal einen schönen Torpedo-Salven ab. Your orders. So, und der Zweier macht sich aber direkt auf den Weg, sich um den hier zu kümmern. Da brennt schon. At your command. Shock Attack. Aha. Die was kämpft hier, ich hab nicht geguckt. Ich mach das zu selten. Activating tactical cogitators. Klar. Your orders? Ja, geil, ich habe eigentlich gesagt, du sollst hinfahren, aber dann fahr ruhig doch dahin, wo der Gegner ist. Ne? Man muss es ihnen ja nicht schwer machen. Resuming normal functions. Man könnte, aber man muss wirklich nicht. Enemy ship sighted! Reichweite von den Waffen reicht eh niemand. Auch Donanz, wie es so schön heißt, ist eh schon. Ich habe einen Wargo gehört, das finde ich nicht gut. Actually, I don't like that. Yes, Admiral. Du schießt nur auf den, wenn du rankommst. Du mach ruhig mal. Resuming normal functions. So, ihr vielleicht. Ach, egal. So. Cruising speed set. Activating tactical cogitation. So, ich würde hier nichts verlagern. Das ist ein bisschen schade. Ship ready. Auf Turbo. Changing course. Execute high energy turn. So. Resuming normal function. Guckt euch das mal an. Zwei Battlecruiser, ein Lightcruiser und ein Cruiser ist natürlich völlig normal. Ja, genau. Underway. Versuch dich querzustellen zu den Ork-Kreuzer. Das ist generell ein Verhalten von Ork-Kreuzer-Fahrern immer ganz gut. Ship ready. Ja, honoriert wird. Cruising speed set. Activating tactical cogitators. So. Da kommt jetzt der nächste Angriff. Awaiting orders. Wir machen hier ruhig mal einen Reload. Schilde neu laden. Die hier hinterher. Reload. Reloading. An der Steuerbordseite. Fände ich richtig geil. So, du. Damage Teams! Begin repairs now! Yes, Admiral! Ach, da ist ja noch mehr, ne? Reicht ja nicht, was wir hier da Schiffen haben. Resuming normal functions. Ich komme jetzt zu dem Punkt, zu der Überzeugung, dass meine Vermutung mit der Nova-Kanone durchaus berechtigt war.
oder richtig? Resuming normal functions. Hätte ich schon echt aufgefallen. Schießt du eigentlich auch noch ab und nochmal so zurück? Activating tactical cogitators. Ja, okay, das ist das letzte Gefecht dieser Folge. Das wussten wir aber auch vorher. Activating tactical cogitators. Ja, das war dann hier mal ein Squatter. All ahead, full. Cruising speed set. So. So. We've lost an escort ship. Klappt hier bisher alles prima. Resuming normal functions. Wobei es tatsächlich einigermaßen dafür, wie die mir überlegen sind, kann ich eigentlich bisher nicht meckern. Activating tactical cogitators. Cruising speed set. Acquiring new vector. We've lost an escort ship. Activating tactical cogitators. Execute high energy turn. So, zweier beidseitig. Resuming normal functions. Understood. Also meine bisherige Taktik, muss ich sagen, geht erschreckend gut auf. Burn retros. Cruising speed set. Burn retros. Acquiring new vector. So, und hier noch kurz drauf warten. Setting course. Zwei drehen natürlich. Das wäre ja auch alles umsonst. Ah, changing course. Das unfähig, echt. Burn retros. At your command. Cruising speed set. We are the Imperial Navy. Reloading. Uh-huh. All ahead full. Doof, ja, jetzt geht's wieder mitten in das Daisy-Port rein. Activating tactical cogitators. Activating tactical cogitators. Orders received. Und piss ich mich jetzt hier auch. Understood. Der hätte nämlich genug Vorsprung inzwischen. Sicher locker. Initiate emergency repairs. Mich verziehen kann. Engines to maximum. Awaiting orders. Cruising speed set. Und rausgekommen. Was habe ich verloren? Palf Quarter, oder? Ast rein. Und das trotz dieser Grundvoraussetzung. Mit so wenig Kreuzern zur Auswahl. Hm. Also ich glaube, jetzt haben wir ab sofort das Lockvogelschiff gefunden. Ich habe halt hier nichts kaputt gemacht. Aber ist auch völlig wurscht. Der Diktatorkreuzer hatte trotzdem seinen Spaß, hat ein Level up. Und ja, das bedeutet, er kriegt einen weiteren Crewman. Ja komm, Ratings sind auch gut. Was macht die Ratings nochmal?
Ein Troop Value. Was hat der Pfeffen Troop Value gehabt? Turrets 12. Integrity. Crew. Ah, they are used to repel a silence when the ship is boarded. Okay. Interessiert, was der jetzt für Rating bisher hat. Battle Waged 1. Was heißt was? Battle Waged 1? Erst ein. Ach, weil es jetzt, weil immer zerstört worden. Ja, cool. Erzählen wirklich nur die der bisher überlebt hat. Da ist der bisher erstaunlich gut dabei weggekommen. Ne? Das heißt, der hat natürlich 0, 0, 3, 2, 0. Bei denen ist es eh egal, ne? Wie Toilettenpapier. Einmal benutzen und danach wegwerfen. Wenn man nicht eklig ist. Sagt er und hat dann noch zwei Upgrades. Achso, die Sword-Fregatten natürlich. Ja, nee. Die nicht. Okay, Leute, das war die Folge 4 hier. Bitte lasst Kommentare da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.